Felsigen Gebiet. Das ist auch ganz natürlich für die Walfrappe, dass sie sich in so großen Kolonien zusammenfinden und eben auch dann brüten. Und das ist auch etwas Erfreulicheres, was ich erzählen kann über die Brut. Es dauert so 28 Tage, bis meistens so 3 bis 4 Eier ausgebrütet werden. Und dann sind die Jungtiere noch richtige Nesthocker, die bleiben noch so um die 50 Tage bei den Eltern, werden dann noch gefüttert von den Eltern und dann nach 50 Tagen sind sie dann Flügge und verlassen das Nest und suchen eben selber nach Futter und finden sich vielleicht noch so Junggruppen. Da scharen sie sich noch zusammen in so Jungtiergruppen und dann später sind sie eben selber bei einer großen Kolonie wahrscheinlich dabei. Ja, wir sehen auch, dass die Waldratte ganz lustig ausschauen. Die haben so einen ganz kahlen Kopf, die gehören zu den Ibisen und Löfflern familienmäßig. Und in der Gattung der Waldratte gibt es zwei verschiedene, in der Gattung, also die Waldrappe und die Glattnackenrappe in Afrika beheimatet. Und man sieht, die haben so einen lustigen Schopf hinten und diesen langen, gebogenen Schnabel. Der ist ganz wichtig, um eben Futter auch aufzunehmen, um eben nach Würmern und Larven auch zu suchen. Und was man ja hier auch gut sieht bei unseren Tieren, das machen wir ja gerade eben. Ja, hier haben wir auch die Anlage so gestaltet, wie es den Waldrappen gefällt. Eben so felsiges Gebiet eher, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, eben am Schlossberg in Graz und im Kapuzinerberg in Salzburg waren die Tiere bei uns beheimatet. Also auch eher felsiges Gebiet. Sieht man eben, dass sie sich da sehr wohlfühlen auch. Und jetzt sind sie schon wieder ziemlich satt anscheinend. Das Futter, die Würmer sind alle aufgepickt. Falls Sie noch Fragen haben, bin ich gerne natürlich noch zur Verfügung für Fragen. Und,